So, hallo an alle zu einer weiteren Runde The Bedrock Battle. Tower. Bedrock Tower, so Bedrock Tower Battle. Battle. Genau. Ja, wir haben ein Problem gehabt. So, Okay, wir die haben es Eisen sind weg. geschafft. Auf geht's, gleich los und gleich Dirt plus Bone Meal plus Saplings und gleich Bäume farmen. Das ist jetzt die zweite Aufnahme in dieser Session. Und ich hoffe mal, das wird gut ausgehen. Genau. Wir haben einen Wir sind Plan. jetzt wahrscheinlich in gemischten Teams. Also wir haben wieder andere Teampartner. Das sollten eigentlich alle bei mir zumindest auch kennen, wenn nicht, heute in der Beschreibung bei Spark auch. Jo. Und ja, Müssen so schon quasi jetzt drei Videos Schlüsselräume. gekommen sein. Ich habe sie nicht veröffentlicht von den Battles. Okay. So. Ei, Mann, das ist so blöd mit diesem 1.5-Update mit dem Bone Meal. Ich Ja. kein Fan von. Ah, gut, aber es ist ein bisschen so ein klein wenig logischer, dass das schon gemacht dann, ne? Muss dir so vorstellen. Naja. Ein Das. bisschen Knochen mit einem Riesenbaum. Aber es wäre ja noch logischer, dass wenn man mehr Bone Meal braucht, dass die Bäume dann größer werden. So ist es aber leider nicht. Ja, das würde. Weißt du was, Also wir ich fange brauchen schon mal an. ungefähr so 7 bis 8 Stacks Leiter, ne? Ja, brauchen wir. Weißt du was ich mache? Ich hole erst schon mal gleich ganz schnell Stein, damit wir eine Steinaxt haben und das schneller machen können, okay? Jo. Okay, Dann gut. baue ich so lange noch so ab. Alles klar. Beziehungsweise mache eine Holzaxt. Ach, das ist genau. Ich hoffe, alle haben jetzt verstanden, dass es losgeht. Ja, wir haben gesagt, Eisentüren abbauen und los geht's. Müssen alle schon Jo. unterwegs sein. Ja. Die gegnerischen Teams sind übrigens ein paar Leute, die auch schon vorher dabei waren. Ich auch in der Beschreibung. Ja, worüber sollen wir reden? Das ist gerade ein bisschen komisch. Worüber wir reden sollten, wir sollten erstmal über den Plan sprechen, warum wir überhaupt da hoch wollen. Vielleicht wäre Genau, vielleicht ja. sinnvoll. Wollen wir da hoch? Da oben sind gute Sachen. Ja, Swiftness Potion und auch eine Verzauberung mit Fire Aspect 2. Oh, Die wir auf dem Diamantschwert legen können. Hatte Verzauberungsfeuer. ich auch gemacht. Das Problem war halt nur, ich wurde halt sehr leicht gekillt. Ich habe keine Dia-Rüstung angehabt, weil ich habe ja Potion auf Invisibility reingepfiffen, ne? Da wurde ich Du hast den unsichtbar. Helm vergessen abzuziehen. Echt? Wir haben dich spectated, wir haben noch darüber gelacht. Wann merkt er, dass er den Helm abziehen muss? Ach nein! Doch. Ich habe gedacht, den habe ich mit abgezogen. Ich bin einfach ins Tab alles angeklickt und habe gehofft, ich wäre komplett. Och Mensch. Ja. Das ist gemein. Ihr mobbt mich. Hast du noch eine Stein für Steinaxt schon mit abgebaut? Ja, yep, mache ich sofort. Also eine Spitzhacke mache ich erstmal nicht. Aber eine Axt habe ich für dich. Die lege ich dir mal hier hin. Bitte Jo. schön. Gut. Dann sind wir soweit Kann eigentlich er schon mal nur, ganz gut ja. dabei. Also eben gerade jetzt geht schon das Konzentrierte. Jetzt am Anfang, als ich die erste Runde gespielt habe, da waren die Gesprächsthemen wesentlich ausgereifter. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich da erstmal alles erklärt haben musste. Und problematisch war auch, wir haben die Diamanten voll verschwendet, die letzten beiden, nicht für den Verzauberungstisch, sondern für ein weiteres Schwert. Wir haben nämlich gesagt, wir kriegen hier eh kein Obsidian, nur da waren wir noch nicht bei den Ach so, Kisten da oben drin und deshalb wir haben wir auch wussten keinen nicht, dass Verzauberungstisch. es. Ja. Gut, also jetzt wissen wir. Also jetzt weißt du auf jeden Fall Bescheid. Ich glaube, ich hole auch noch gleich Stein für eine Steinspitzhacke. Okay, Spitzhacke, ja gut, um schnell abzubauen. Wir brauchen auf jeden Fall Eisenspitzhacke wegen Diamanten, ne? Anders geht's Genau. nicht. Und Schere wegen Blätter. Das auch, ja. Die Blätter sind eigentlich am Anfang noch gar nicht so wichtig, aber wenn man oben ist, sollte man am besten auch auf jeden Fall gleich schon, wenn man Zeit hat, einen Übergang bauen zu Was ist denn den eigentlich so in der Kammern. Regel auch das Sinnvollste, was zählt zum Thema, der zuerst oben ist, hat die besten Chancen, weil der kann ja alle anderen runterschießen? Genau. Okay. Das Problem. Oder man wartet halt. Also, wenn der zuerst oben ist und dann halt alle auf einmal hochkommen, dann hat er es natürlich auch gerade nicht so leicht. Wirfst du mir mal deine Leitern und so zu, damit ich gleich schon hochgehen kann? Ich mache jetzt gleich, ich mache schon Leitern. Ich So, hatte noch okay. keine gemacht. So, Stickies. Ich mache auch gleich schon Ja. Leitern mit. So. Da nochmal. Sind genau 1,5 Stacks Leitern. So, ich baue noch weiter Holz ab, okay? Jo, klar. Wo baust du dich jetzt zuerst hoch? Ist Da, die wo die Frage erst bei den Diamanten sind und so Diamanten, weiter? also erst bei Ressourcen, weil wir da sowieso hoch müssen. Ich meine, den Rest können wir es vernachlässigen. Hauptsache, wir haben erstmal die Items von oben, oder? Ja, würde ich auch sagen. Gut, dann nehme ich kurz das hier noch mit auf Auswahl. Essen haben wir noch gar nichts gemacht, glaube ich, oder? Ist sowas geholt? Nee, Kühe. Ja, ich spawn am besten gleich Kühe, okay? Okay. Ich habe Respawnst du die? mein Brot geholt gerade. Ganz schnell. Oder mach aus den Dingern mal Brot. Okay. Dann hole ich Kohle für die Kühe dann später zum Braten.
Das Weizen brauchen wir eigentlich, um die Kühe fortzupflanzen. Scheiße. War egal. Ich habe alles verbraucht. Egal, das ist nicht so wichtig. Wir haben sowieso so richtig viele Kühe. Und wenn wir das alles braten, wir machen uns ja auf jeden Fall einen Ofen, würde ich sagen. Um das zu braten, dann haben wir sowieso genug Essen. Also du kannst schon mal, hast du Stein? Nein. Ich baue mich gleich hoch und hole es und räume es mit Kisten oben weg. Ich gehe sofort hoch. Ich mache einen Ofen und brate Essen von den Kühen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau. Und die Diamanten kannst du ja auf dem Rückweg abbauen. Vielleicht schaffe ich es bis dahin noch schnell. Ne? Ja, Eisenspitzhacke brauche ich dann. Eisenspitzhacke zu machen, aber wie gesagt, ich brauche erstmal einen Ofen und sollte mich auch schnell um Essen kümmern. Wofür ist eigentlich dieser Sand hier gut? Ach so, für TNT, Sand, ne? Genau. Bekommt ja auch ein paar Sachen, die sich halt für TNT gut eignen. Oh Mann, nerven die Kühe. Ach du Scheiße. Nervensägen. Ja, gut, ich gehe schnell zum Eisen. Und, jo, mach das. Ich bin schon bei Diamant, gerade auf der Höhe. Okay. Hast du ein paar Äpfel? Ja, ne? Ja, habe ich. 2 Stück. Okay. Und Weizen hast du auch, also hast du erstmal genug zum Essen. Ja, 9 Brot. Okay. Gut. Wir sind heute sehr gesprächig. Also. Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich glaube, es liegt in der eiskalten Konzentration, dass ich da hoch muss. Ich versuche es halt so schnell zu machen, wie es geht. Hier. Wir müssen uns einfach nur gut konzentrieren, weil hier zählt halt wirklich die Zeit. Ja. Moment, wir wissen halt leider noch nicht, wie andere Teams schon sind, wie weit die schon sind. Ja. Von daher. Ich baue erstmal so viel ab, dass wir eine Eisenspitzhacke haben und ein bisschen was für Blätter. Gar nicht so viel Eisen. Gehe ich auch schon wieder runter. Ich bin oben drauf auf der Spitze. Hol mir die Kissen. Nein! Gestorben? Ja. Ich bin die Leitern runtergefallen. Ich sehe dich. Meinst du schaffst es schnell, dich zu mir rüberzubauen? Ich kann mit Enderperlen rüberflitzen und kann dir welche geben. Dass du dich auch wieder runter. Du kannst hier nicht rüberflitzen, weil du musst. Du kannst hier nicht stehen in dieser Kammer. Ach so, Scheiße. Wo muss ich denn hin? Auf die Buttons? Achso, mich hinbauen. Ja, du ich habe aber nichts zum Bauen. Scheiße, egal, dann warte ich hier. Das schaffst du schon. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Das darf einfach nicht wahr sein. Wie ist das gerade passiert? Ich habe keine Ahnung, dann hole ich unten Blätter oder was auch immer. Oder Holz. Holz ist, glaube ich, schneller. Ich habe ein Eisenstück abgebaut, bin auf die Leiter und auf einmal wurde ich wieder zum Eisenstück geportet und bin dann halt da in der Luft gewesen und bin runtergefallen. Scheiße. Ich komme, ich hol dich. Scheiße. Also ich kann von hier oben, ich sneak mich mal, die müssen ja nicht wissen, dass ich... Ja, okay, das wissen die eh. Ich guck mal ein bisschen, ob sich jemand anderes schon mal hochbaut. Kannst du mal gerne mit Opti fallen. Also das jetzt... Die Sachen von oben, die hast du ja schon mal, ne? Die oben in den ich habe alles oben was drin. Ich habe auch das verzauberte Buch, 2 Wölfe. Das ist gut. Das ist richtig gut. Okay. So. Also die Sachen haben wir gesichert für uns. Darf man eigentlich in die Räume der anderen rein? Kann man und da Items rausklauen? Natürlich. Du darfst überall hin, wo du willst. Also, das ist es. Okay, ich habe erstmal dein Zeug. Das ist natürlich heftig. Dann kann man sie jetzt zu den anderen bauen. Theoretisch die Diamanten klauen, wenn man schnell ist. Ja, klar. Das fängt sogar ziemlich nützlich. Ich baue aber Holz ab, damit wir schneller vorankommen. Ja, oder baue Holz ab. Weil ein abgebauter Block ist gleich wieder 4 gecraftete Holzstücke, wo ich rüberbauen kann. Genau. Okay, wie sieht's aus? Kannst du dich zu mir rüberbauen schon? Nee, oder? Noch nicht, glaube ich. Nee, das reicht noch nicht. Ich muss noch ein bisschen Holz machen. Ich bin erst unten gerade. Und das Dirt will ich nicht verschwenden, ehrlich gesagt. Ja, ich habe auch Eisen gehabt. Du kannst auch Eisen in den Ofen legen für eine Schere. Und Kohle hatte ich auch in meinem Inventar. Moment, ja gut, das wird aber jetzt, glaube ich, wieder länger dauern. Ich habe schon... Gleich muss es reichen. Ich schau noch schnell. Oben sieht's noch gut aus. Ja, wir waren ja sauschnell oben. Wir waren sauschnell oben. Ja. Das war gut. Und dann kam mein Fehler. Och nee, ich könnte mich selbst ärgern. Hoffe, dass es jetzt dadurch nicht kaputt gemacht wird. So, ich komme gleich hoch und hol dich. Niemand irgendwo? Niemand? Gut. Dann bin ich auf dem Weg. Sieht gut aus. Ich komme sofort. Ich hoffe, mehr als 2 Stacks Holz reichen, um dahin zu kommen. Ja, das sollte auf jeden Fall reichen. So, ich komme. Nee, es ist noch nirgendwo irgendjemand. Ja, ich war mal übrigens auf Speed gemacht. So, jetzt laufe ich. Wie viele Blöcke sind das eigentlich von ganz unten bis ganz oben? Viele. Zu viele. Ich weiß nicht, wie viele, aber viele. Ich beeile mich. Schneller geht's leider nicht. Ich hoffe, also wenn wir in der Nähe von den Beacon sind, laufe ich auch schneller die Leiter hoch, zum Glück. Klar. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mich sehen. Ich komme so langsam näher und näher. Ich bin's gerade beim Sand. Du sneakst dich wahrscheinlich gerade beim Hochbauen von der Leiter, ne? Ich laufe einfach schnell meine Leiter hoch. Nee. Ich sehe deinen Namen auch noch nicht, aber ich bin noch zu weit weg wahrscheinlich. Ich sneak mich die ganze Zeit. Also. So. Einfach nur, wie gesagt, zur Sicherheit, damit, vielleicht wissen ja nicht die anderen, welche Farbe wir sind oder so, und dann konzentrieren die sich auf eine andere Kammer oder so. Weißt du? Stimmt, im Prinzip, wenn ich jetzt rausfliege, sind wir schon ganz raus. Genau. Also, warte, ich bin gleich oben. Jetzt sehe ich dich.
Ja, solltest du jemanden sehen, dann bau auf jeden Fall so einen kleinen Schutzwall, dass du nicht runterfällst. Ich glaube nicht, dass die schon Bögen haben. Soll ich mal bei den anderen schnell gucken oder ich erst rausholen? Erst dich rausholen. Ja, erst rausholen, weil eigentlich... Ja, ich denke, wie gesagt, nicht, dass die noch jetzt nach oben kommen, also schon jetzt. Also du musst eigentlich nur den Button drücken, dann kann ich dich auch nochmal rausholen, solltest du sterben. So, okay, das sieht gut aus. Drück einfach nur den Button und baue mir hier so eine kleine Plattform und ich renne sofort raus. Warte, nur die Ruhe, nur okay. Die Ruhe. Okay, das schaffen wir. Es ist irgendwo jemand zu sehen. Nein, warum? Oh. Ja, was machst du? Ich wollte auf den Button drücken. Okay, gut, okay. Ich renne vor. Okay, ja. Das sieht gut aus. Oh, danke schön. Okay, ich hab's nicht versaut. Das ist gut. Ich kann mit gutem Gewissen sterben. Wunderbar. Okay, man sieht nicht, was er macht. Die sind, okay, ah, doch, ja, die paar sind schon Richtung Diamanten. Ja, Diamanten okay. Und Eisen sind mein Gegner schon weg hier bei Zander. Gut, also ich gehe jetzt auf jeden Fall runter und baue dann die Diamanten ab, okay? Ja, kannst du machen. Gut. Und ich baue mich auf der anderen Seite mit Leitern hoch und gehe jetzt einmal zu einerseits zu den Amboss, weil ich habe ja das verzauberte Buch. Damit kann man Fire Aspect, oder was ist ein sinnvoller, erst das Schwert verzaubern mit Verzauberungstisch und dann nochmal Fire Aspect auf dem Amboss benutzen, wegen den Leveln und so. Ich weiß es wirklich nicht. Weil wir müssen vielleicht noch ein bisschen gucken, dass wir das vielleicht wegen der P gut einteilen. Meinst du, ein Fire Aspect Dia Schwert 2 reicht oder dass vorher noch Verzauberung drauf ist? Also ein Fire Aspect reicht eigentlich. Wenn ein Fire Aspect ist sowieso so richtig fies, du bekommst laufend Schaden und du siehst vor allem auch nicht, was mit den anderen ist. Du hast meine Sachen aufgesammelt, oder? Ja, habe ich. Okay. Ich habe hier deine Steinspitzhacke. Willst du sie wieder? Gut, und alles? Das Eisen hast du auch, ne? Eisen habe ich, ja, dann auch. Leg das Eisen gerade mal schnell in den Ofen. Jo, Moment. Ich komm schon. Ich war jetzt erst fokussiert, dir das Zeug zu holen. Hast ja, du gleich... Klar. AG. Kohle hast du auch schon geholt. Mach dir am besten, hier ist noch eine Steinspitzhacke von dir, damit ihr ein Zeug weiter farmen kannst. Soweit war ich noch gar nicht. Ich gehe mit den anderen Leitern erstmal hoch und hol uns aus den Kisten wieder Zeug raus, ne? Natürlich, ich farm hier noch Stein, damit ich noch gleich mehr Sachen machen kann. Moment, so, das dann nochmal da rein. Sticks. Also wenn du einen Bogen hast, dann ist ja eigentlich schon mal alles gut gelaufen. Ja gut, ich habe ja, den gar nicht zum Einsatz gebracht dieses Mal, weil ich halt, ich dachte, ich wäre unsichtbar, wollte ich mir schwer dran schleichen, da ist so ein Helm rumgeflitzt. So ein kleiner, doofer Helm. Habe ich auch schon mal. Kannst du mir gerade noch ein bisschen Holz geben? 17 habe ich hier. Dankeschön, weil ich brauche Stickies für eine Eisenspitzhacke. So. Dann gehe ich jetzt schon mal die Diamanten abbauen. Alles klar? Jo, klar. Wunderbar. So. Gut, dann läuft das doch schon mal ganz gut. Ja, ich bin gleich bei den ersten Kisten, räume die ganzen Kisten aus, komm nochmal runter. Wunderbar. So, also oben war noch keiner. Also es sieht nicht so aus, als ob oben jemand ist. Drüben ist Zander. Oh nee, ey, diese Leitern. Ich hasse Leitern hochklettern. Mann, die Diamanten sind eigentlich ganz schön hoch. Ja. Oh je. Aber wenn wir dann schon mal eine Diamantrüstung haben und das Enchantment-Buch, dann sind wir gut dabei. Wo ist eigentlich der Amboss? Also ein Amboss ist in der Mitte. Amboss ist hier drüben. Ich habe da auch das Schwert verzaubert. Auf der anderen Seite bei dem Redstone-Ding. Dann müssen wir es auch noch hochbauen. Okay. Wir brauchen teilweise auch noch mehr Holz, gell? Damit wir auch da hochkommen. Weil nur so geht's. Ja, so. Also Diamanten habe ich schon mal. Da bekomme ich auch Level. Das ist schon mal ganz gut. So. Bin ich noch rauf? Also oben ist immer noch keiner. Das ist gut. Ich habe die schon gesehen, dass schon jemand oben war und versuchen es jetzt erst gar nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall gleich alle Diamanten und bin noch nicht tot. Gut, ich habe alles hier oben eingesammelt. Hier waren ja die Potions drin, ne? Perfekt. Die habe ich. Perfekt. Dann, wenn wir jetzt noch die Diamantrüstung haben, dann haben wir eigentlich schon alles und können gleich rüberrushen. Gut, aber die Frage ist, macht Sinn, wenn man runtergeht, zu denen auch die Leitern oder runter und die killt? Oder wartet. Oben bleibt und wartet, bis sie hochkommen, einfach runtersniped oder so? Ja, das Problem ist beim Runtersnipen, das haben wir vorher auch versucht, ich glaube sogar bei euch, ne? Ich weiß es, nee, bei uns nicht. Nee, bei euch nicht. Auf jeden Fall haben die sich halt immer wieder in den Leitern gefangen, beim Versuch, die runter zu snipern. Okay, wir haben Folgendes gemacht, wir haben die Spinnenweben auf den Boden gesetzt, dass wir runterfallen, dass wir in den Spinnenweben landen, nicht auf dem Boden. Ah, und es gibt keinen Fallschaden? Ich glaube nicht, nein. Also man kann sich auch einen Wassereimer machen aus dem Eisen, was es gibt. Ah, stimmt, okay, ja gut. Möglichkeit. Und die überall platzieren, oder was? Ja, das ist genial. Du kannst die komplette Fläche voll schnell mit Wasser volllaufen lassen. Genau. Einen unendlichen Brunnen hat man ja hinten in der einen Ecke. Und ja, aber den unendlichen Brunnen, der stellt sich von ganz alleine, wenn man wieder
Dingen sind einfach von einem ordentlichen Brunnen, den man direkt vor sich erstellt hat, wieder einen neuen erstellt und so weiter und so fort. Stimmt. Es geht voll schnell. Wie viel Eisen ist noch im Ofen? Ich weiß es nicht. Soll ich einen machen und was machen? Nee, es müsste noch im Ofen sein. Also ich nehme hier nur noch ein bisschen Eisen mit, damit wir noch ein bisschen mehr haben. Jetzt so, ja, sterben. Eisen haben wir. Moment, Ofen war hier. Okay, also wie gesagt, 7 Stück sind drin. Ich auf jeden Fall. Ich habe 52. Dann können wir uns gleich Rüstung craften. Ich habe schon, ob sie. Werf mir mal 2 zu, dann mache ich Zauberungstisch, Verzauberungstisch. Kannst du die Rüstung machen? Und ich habe halt keine Level, gell? Das heißt, ich kann nichts verzaubern. Ja, ich habe 15 Level. Ich brauche auf jeden Fall Essen. Das ist das Problem. Mach mir jetzt schnell ein Steinschwert und hol Essen, okay? Warte mal, kann das sein? Wie viel Obsidian braucht man nochmal? Achso, warte mal, suchen wir es mal. Ich vergesse das Crafting-Rezept immer. So, ich habe Verzauberungstisch. Okay. Ja, ich brauche, wie gesagt, auf jeden Fall erst noch Essen, sonst sterbe ich gleich weg. Oder auch nicht, ich weiß nicht, aber ich brauche Essen. Kannst du vielleicht auch ein paar Kühe killen und das auf jeden Fall braten, das Fleisch, okay? Okay, jo. Moment, ich mach nochmal Eisenspitzhacke, davon habe ich gar keine. Kann dir eine geben, es liegt eine in der Kiste, ich brauche nämlich gar zu keine. Zu spät. Okay. Ich habe 2 gut. Bögen, also, gell? Das heißt, ich kann hier einen Bogen noch reinlegen. Oder soll ich die Pfeile und alles nehmen? Egal, mach du es mal. Ich mache auf jeden Fall schon mal für uns beide Rüstung, ja? Okay. Hier sind Bottles of Enchanting für Level. Okay, das ist gut. Leckt es aber irgendwie oder leckt mein Internet? Ich weiß nicht. Das ist richtig komisch bei mir. Oder werf mir mal ein Schwert zu, dann verzauber ich das übrigens gleich schon. Ich mache gerade erst die Rüstung. Achso, Moment. So. Hab sofort. Ich, wie gesagt, bei mir leckt es gerade irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es an meinem Internet liegt oder am Server. Ja, das springt halt manchmal hin und her. So. Was, hä? Warte. Wie viele Diamanten hast du? Ich hab keinen mehr. Keinen? Nein. Es fehlt uns ein Diamant. Ich hab keinen einstecken. Ich hab 8 Diamanten. Uns fehlt noch einer, okay, es muss irgendwo noch einer liegen. Wir müssen gleich, also ich gehe gleich suchen. Aber du hattest auch 52, oder? Ich hatte, kann aber nicht sein, weil ich habe 8 Diamanten. Guck mal, ob einer auf den Sand gefallen ist oder so, hast du das alles mal eingesammelt? Ja, ich guck sofort nach. Ich gebe dir nur gerade die Rüstung zum Enchanten. Oder mach erst mal Schwerter, sonst wäre ganz nackig und ungeschützt. Keinen Diamanten einstecken. Ich schaue sofort auf den Sand nach. Ich habe hier irgendwo einen übersehen. Ich habe deinen Brustpanzer aus den eingesammelt. Ist kein Ding, also ich mache jetzt auf jeden Fall 2 Schwerter. Ja. Dann kannst du die schon mal enchanten, okay? Bitteschön. Da liegen beide und ich enchant die Rüstung jeweils auf Level 1, ne? Jo. Inventar hast du voll. Was schmeiß ich raus, Holzaxt. So, verzaubern kann ich das auch. Dann muss ich aber kurz XP sammeln. Ich habe noch die Tränke hier. Moment. Die hau ich alle auf mich drauf. Okay. Wo sind die Tränke? Wo sind sie? Ich bin blind. Wo sind die Tränke? Scheiße, jetzt. Boah. Denn ist einer runtergekommen mit Schwert. Nee, oder? Voll dir Schwert. Alles Rüstung. Fuck. Hier ist dein Schwert, hier ist dein Schwert, hier ist dein Schwert. Die kommt zu viert. Ja, ich sehe es. Scheiße, ich muss mir schnell die Rüstung anziehen. Brauchst du noch irgendwas an Rüstung? Hau ab. Komm einfach mit die Leiter hoch, wir müssen abhauen. Komm mit hier hoch. Ich hab einen Unsichtbarkeitsdrang reingepfiffen, hab mir die Power-Dings rausgezogen, Moment. Wir müssen einfach... Scheiße, warum kommen die zu viert auf unsere Seite? What the fuck geht hier ab? Oh mein Gott. Ich hab Unsichtbarkeitsdrang reingehauen. Scheiße, ich bin tot. Ich bin tot. Also ich werde jetzt sterben. Ich bin tot. Scheiße, ja, die haben mich. Scheiße, nein, das darf nicht wahr sein. Okay, das musst du schaffen. Das musst du jetzt schaffen. Also du bist unsichtbar. Der Schaffel ist raus. Der ist in der Kammer. Und, Tante lebt aber, glaube ich, noch. Wo bist du gerade? Ich bin noch bei den Gegnern. Ich bin bei Austria-P, soll ich nicht. Wie bist du bei den Gegnern? Nee, ich bin hier in unserer Base und ich bin unsichtbar. Ich habe Unsichtbarkeitsdrang. Ja, aber dann hau doch lieber schnell ab und... Keine Ahnung, ich würde abhauen auf eine andere Seite und versuchen, Sachen zu bekommen, weil du kannst die doch nicht bekämpfen, oder? Ja, aber was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Ich meine, du hast ja auch nicht gute Rüstung oder so. Nee, ich war gerade fast tot, aber ich bin halt noch unsichtbar. Das... Scheiße, warum kommen die zu viert auf uns? Ich bin jetzt hochgelaufen, gell? Okay. Vielleicht kannst du mich befreien, obwohl das ja auch nicht viel bringt. Ja, befreien kann ich dich auf jeden Fall. Okay. Aber ich bin immer noch... Ich habe nur das Zeug, was wir eingesammelt hatten. Heilige Scheiße, ich habe noch meinen Bogen und alles. Ich habe auch Schuhe und eine Brustrüstung. Aber ich kann halt jetzt nichts machen, die haben uns komplett hier eingenommen. Das war verdammt schnell. Ja, zu viert. Die haben sich doch auch noch gegenseitig bekriegt, oder? Die sind doch zu viert runtergekommen. Ja. Haben die sich verbündet?
Ich weiß nicht, die haben, glaube ich, oben gekämpft und sind ins Wasser gesprungen, weil einer flüchten wollte, sind die anderen hinterher. Scheiße. Bist du gerade? Ich bin fast oben, müsst mich sehen können wieder. Bist du nicht mehr unsichtbar? Doch, ich bin noch unsichtbar. Ja, dann sehe ich dich wahrscheinlich nicht. Ah, stimmt, ja. Left to game. Oder sind die doch raus? Weiß es nicht. Oh Gott, danke schön. Dann soll ich vielleicht allein runter und ich habe ein Steinschwert für dich, warte. Okay, danke schön, bringt mir viel. Ich bin aber nicht mehr lang unsichtbar. Noch 40 Sekunden, hier ist das Steinschwert. Okay, ich nehme kurz meinen Bogen. Ich habe noch Diamantschuhe und Diamantbrüstung. Also und die zwei, die kommen gerade hoch, die kommen zu zweit hoch. Ja, dann warte ich, bis sie hier sind, dann schieße ich runter. Echt? Denkst du, du schaffst das? Ich weiß nicht. Ich guck mal nach hinten. Warum ist Zander raus? Ich frag mal gerade, ob die raus sind. Ich bin nur noch 15 Sekunden unsichtbar. Geil, den Bogen sieht man sowieso, wenn du den in der Hand hast. So. Also auf der einen Seite ist niemand. Auf einer Seite hier. Vielleicht könnte ich da runter und in den Kisten nachgucken, ob die irgendwas haben. Weiß es nicht. Verdammt, die schießen auch noch tatsächlich hoch. Ja gut, jetzt bin ich auch nicht mehr unsichtbar. Das heißt, ich hau wieder meine Schuhe rein und alles. Okay. Ach, die sind jetzt da unten auf dem Sand. Ja. Gut, wenn jetzt noch einer von der anderen Seite kommt, dann sind wir richtig im Arsch. Ja, das sowieso. Weil auf der blauen Seite sind auch zwei mit voll Diamantrüstung und die kommen jetzt, glaube ich, langsam hoch. Wo? Blaue Seite? Ja, also direkt hier auf der Seite. Kannst du die anderen hier im Auge behalten, eventuell? Ja, ich behalte die im Auge. Muss auch noch auf der blauen Seite im Auge behalten. Also gelb ist, glaube ich, erstmal kein Problem. Ja, und blau sind die Leute da. Meinst du, ich soll zu blau rübergehen und gucken, ob die was in den Kisten haben? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Probier's aus. Die haben ihre Sachen an. Die haben ja wahrscheinlich alle ihre Sachen da. Bei Rot könnte man es versuchen, aber die sind da zu zweit. Und einer baut sich gerade hoch, irgendwie. Was machen die? Ja, die bauen sich hoch. Team Rot baut sich hoch. Siehst du das da unten? Jo. Wenn du ganz geschickt bist, wenn wir uns jetzt so verstecken, dass die nicht verstehen, dass wir hier oben sind, dann könntest du den einen da von diesem Turm da runterbauen. Ja, mach ich ja. Ich hau den da runterhauen. Weg. Runter. Snipern meine ich. Es wäre nur geil, wenn wir uns einen Bogen verzaubert hätten mit Punch oder so. Das wäre dann. Ja, das wäre noch besser. Ah, gut, der eine macht ein Holz, der andere macht mit Leitern. Ich schieße einfach beide runter. Halt mal die unten im Auge, wenn es geht. Ja, ich behalte die im Auge. Also bei unserer Base. Die. Dass sie nirgendwo hochgehen, auch nicht. Den Schanden gerade. Also ich pass auf. Sobald die irgendwie hochgehen, sage ich dir Bescheid. Wollen wir dann natürlich uns auf die draufstürzen, falls sie sterben und Lot sammeln und so. Also die Leiter runter, natürlich, die natürlich, das machen wir auf jeden Fall. Du musst die einfach nur beide runtersnipern. Haben die uns gesehen? Ich glaube nicht. Wenn ich F5 drücke, mit F5-Ansicht kannst du die sehen, obwohl die dich nicht sehen können, weißt du? Ah ja. Was ich meine? Warte, F5? Wenn du F5 drückst. Ach so, ja. So. Aber die kommen schon. Verdammt, wo sind die jetzt gerade bei uns?